Der MP3 von Piaggio mit seinen doppelten Vorderrädern ist bei uns noch eher ein exotisches Fahrzeug. Hingegen in Städten wie Paris zählt er zum alltäglichen Straßenbild. So wurden von den 170.000 gebauten MP3 bis jetzt mehr als 100.000 Stück im Großraum Paris verkauft. Der Modelljahrgang 2018 bringt einige interessante Neuheiten. Die stärkste Variante, der MP3 500, leistet jetzt 44 PS und ist ganz neu auch mit einem TomTom-Navigationssystem verfügbar. Die neue Version des Halbliter-Motors ermöglicht neben einer ausgezeichneten Beschleunigung auch eine Bauartgeschwindigkeit von 145 km/h. Weitere Detailverbesserungen betreffen den Windschutz und die Sitzbank, die einen erhöhten Komfort bietet. Geblieben sind die klassischen Vorteile des MP3, die betreffen die hohe Fahrsicherheit durch die doppelten Vorderräder, speziell auf Straßenbahnschienen, bei Kopfsteinpflaster oder bei Nässe. Und außerdem kann man die Vorderräder auch an der roten Ampel arretieren, dass die Beine während der roten Ampelphase auf dem Roller bleiben können. Das Topmodell mit dem Navigationssystem steht zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten im Sommer 2018 mit 9.699 Euro in der Piaggio-Preisliste. Rechtlich ist der MP3 als mehrspuriges Kraftfahrzeug eingestuft. Daher benötigt man für das Fahren nur den Pkw-Führerschein. Autobahnvignette benötigt man die gleiche wie für Pkw. Dagegen gibt es Ausnahmen bei den Kurzparkzonen wie bei Motorrädern und Rollern. Eine Lücke im Angebot schließt der neue MP3 350 mit 31 PS. Er ist leichter und dadurch auch wendiger als das Standardmodell mit dem Halblitermotor und kostet zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten 8.199 Euro. Der leichtere MP3 350 ist gut manövrierbar und bietet sich für jene Käuferschichten an, denen das Topmodell bis jetzt zu schwer und zu teuer war.